So, da sind wir wieder bei Let's Play Train Fever. Was haben wir gemacht in der letzten Folge? Ihr seht hier die Güterlinie, die hier im Prinzip Stampeda und Ruppertsberg mit Güter versorgt. Wir holen von hier hinten Kohle und von da holen wir Erz. Das machen wir hier zu Güter. Ein Stahlwalzwerk. Wir schauen mal hier in Stampeda. Güterbedarf ist vollkommen gedeckt. Super. Ruppertsberg? Ja, könnte mehr sein. Wie viel Güter fährt er denn hier? Ah, oh, falsche Linie. Da kommt er. 19 von 20 Güter. Oh ja. So. Hier warten unendlich viele Leute. Wo ist denn dieser Zug? Wo ist der Zug? Ach ja. Hier steht er. Komplett verkauft. Wir nehmen jetzt nämlich mal diese Lok hier. Die hat nämlich im Gegensatz zu der Borsig das Dreifache an Zugkraft. Sprich, da können wir auch ein bisschen mehr anhängen. So. Da hängen wir jetzt mal ein bisschen was an. Forenstampeda ist die Linie. Jawohl, auf geht's. So, jetzt haben wir das hier noch ein bisschen upgradet, dass wir hier ein bisschen Spielraum nach oben haben. Auch wenn jetzt hier gerade nur 16 Leute warten. Aber hier warten ein paar mehr. So. Die Güterlinie. Das ist alles Wahnsinn. Ein Wirrwarr. Das hätte ich alles anders bauen sollen direkt. Ich muss auch zugeben, dass ich das mit den Signalen. So wie es jetzt hier ist, da ein Signal hin, dann hält er da an und dann kommt der andere Zug und. Oder der Zug, der von hier oben kommt, fährt bis zu diesem Signal, wenn hier noch belegt ist. Das ist alles noch relativ einfach mit den Signalen. Aber da hört mein Verständnis eigentlich auch schon auf dafür. Schlimm. Deswegen versuche ich das jetzt hier mal noch schnell ein bisschen zu optimieren. Vielleicht hier noch ein bisschen langziehen hier. So, und jetzt versuchen wir. Ja, verklickt. So. Oh. Wenn's richtig Schmackes, muss ich hier rüber gehen. Fahrzeug im Weg, jawohl. Komm, hau ab. Tada. So. Du jetzt hier noch. Signal hinstellen. Irgendwo vielleicht. Mal schauen, ob dieser andere Zug dann auch wo er jetzt im Prinzip dann anhält.
Ja? Ob der jetzt hier vorne anhält oder ob der echt weiterfährt. Schön weiterfahren. Schön weiterfahren. Jawohl. Das ist super so. Wie läuft die Linie hier? Top. Das läuft wie geschmiert. Könnte man theoretisch jetzt nämlich noch einen dritten Zug einsetzen. Beziehungsweise hier an Zug Nummer 7. Der nimmt ja bloß 16 Kohle mit. Könnte man auch einfach ein paar mehr Waggons ranhängen. Hier wartet schon wieder. Oh. Die Produktion sollte mal ein bisschen hochfahren. Ja, ja, das ist doch was. Ah, er nimmt Güter mit. Wunderschön. Abfahrt. Hopp, hopp. Produktion 40. Das ist ein bisschen schwach. Ja, weil es zu wenig Erz ankommt. Das ist schlecht. Das gefällt mir alles gar nicht. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen experimentell bleiben. Mit der Arsch. Kann man nicht sagen hier. Kann man nicht. Ganz schlecht. Ich würde nämlich gern Tunnel am Arsch, Baby. Hoch mit dir. Ja. Das ist immer das Problem. Wenn man das von Anfang an nicht gleich so baut, dass es hier 100 Jahre hält, dann kann man das alles sich so in die Haare schmieren. Was wir machen könnten, ein bisschen das Gelände hier bearbeiten. Mal gucken, ob das funktioniert. Bäh. Oh mein Gott. Ihr seht schon, ich benutze das Tool mit zum ersten Mal so ungefähr. Aber mei, was soll man machen, ne? Hilft ja nichts. Studieren geht über Probieren, hätte ich mir mal sagen lassen. So, und jetzt noch höher mit dir. Höher. So, jetzt vielleicht. Ha? Ha? Steigung zu groß, Mama. Scheiße. Müssen wir hier echt noch höher gehen mit dir? Ja, geht's wirklich nicht. Es ist doch zum Mäusemel. Ach so, das ist natürlich total neben dem Gleis, das Ganze bewegt hier. Komm, hopp. Nice.
jetzt schon so nichts. Das wird nix. Steigung zu großer Arschloch. Jetzt bauen wir das mal so. Gucken mal. Das letzte Stück hier nochmal wegreißen. Das wird natürlich nicht reichen. Was dahin könnte ich bauen? Wahnsinn, diese kleine Schwelle macht mich hier schon wieder fruchtig. Es geht nicht höher. Denk mich doch an fürs. Ich sehe schon kommen, dass ich ja alles. Das ist so schlimm. Ja. Der Höhenunterschied ist ja viel zu krass. Schade, dass das Spiel das nicht annimmt. Ja, aber was soll man jetzt da jetzt großartig machen? Alles wieder abreißen, ja, super, danke schön. Das lassen wir jetzt mal so stehen, das überlege ich mir beim nächsten Mal, wie ich das hier mache, weil das ist ein Krampf. Kriege ich ja gleich Anfälle hier. Ist jetzt hier die Steigung zu groß, ha? Dieser Zentimeter hier oder was? Wenn überhaupt. Hm? Es ist so ein Mist, ich sag's euch, Leute. Wie gesagt, lassen wir das, sonst kriege ich Anfälle. Das ist echt so ein Punkt in dem Spiel, an dem sie noch ein bisschen arbeiten können, weil ihr habt es ja gerade selber gesehen. Die Gleise sind eigentlich, wenn man es jetzt nicht ganz so genau nimmt, auf fast gleicher Höhe. Aber naja. Als nächstes wären wir dann bei dem anderen Zug hier. Wo ist er denn? Halt mal schnell an. Wende mal. Fahr mal ins Depot. Ob ins Depot, hätte ich gesagt. Der hatte zwar jetzt Ladung drin, aber auf die will ich jetzt nicht unbedingt drauf. Sondern das passiert jetzt hier alles nicht so. Wir brauchen unbedingt neue Waggons.
dass er überhaupt auch mal ein bisschen mehr mitnehmen kann, ja. Dann könnte auch die Produktion ein bisschen hochfahren. Hm? Schauen wir mal. Ist natürlich so, wenn wir jetzt hier mehr abnehmen können, dann wird die Produktion auch hochfahren. Dann könnte man sich wiederum auch Gedanken machen, ob man nicht noch einen dritten Zug hinzunimmt. So. Linie zuweisen. Na, 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 na. Zack. Abfahrt. Jetzt kann er 24 mitnehmen, das ist schon mal ein bisschen besser. So. So. Was bringen denn unsere Zuglinien hier ein? Ja, Erz macht gerade sauber, minus Wunderbär. So. Sieht echt mager aus. Was der eine zum Fenster rauswirft, das holt der andere fast rein. Naja. Was sagen die Finanzen dazu? Na, 10.000 im Plus, haha, schön. Aber selbst mit den ganzen Ausgaben noch. Boah, im Millionenbereich Plus gemacht, das ist wunderschön. Hier habe ich ja extra noch ein drittes Gleis zur Verfügung, habe ich extra so gelassen. Zwei überlege ich, ob ich damit nach Adelshausen fahre. Das wäre noch eine Idee wert. Aber das denke ich, werde ich erst in der nächsten Folge machen. Hier Adelshausen ist zwar relativ klein. Wie viele Einwohner haben sie denn überhaupt? Doch nicht wenig. Kann auch gut mit Güter versorgt werden. Aber dieses Güterproblem, weil man könnte hier wieder Stahl walzen. Aber das haben wir hier schon gerade das Problem, dass das nur so. Ach ja. Nur so lala funktioniert. was ist denn hier los? Ich hab keine. Warten ja nur ein paar Stück. 30 Leute, mehr kann er nicht mitnehmen. 12 warten noch hier. Okay. Warten hier. Oh ja. Sobald der ausgeladen hat, der Zug, müssen wir dem mehr Kapazität verschaffen. 45, 50 wäre schon nicht schlecht. Hätten wir noch ein bisschen Spielraum. Bei 30 Leute ist doch mittlerweile ein bisschen wenig. Aber er macht gut Geld. 12 von 66, ja. Hier wartet 68 Erz. Ich kann nur bloß 36 mitnehmen. Musst du in die andere Erzlieferung? Kommt ihr hier gerade angetrudelt? Ja, der braucht unbedingt mehr Waggons. Ich hätte halt so gern hier eine Abkürzung noch gehabt. Schlimm, echt schlimm. Ich warte halt natürlich immer, bis es das Geld gab. Aber bevor ich ihn ins Depot schicke, warte ich noch, bis er noch so viel wie möglich an Leuten ausgeladen hat. Das könnt ihr nämlich mal beobachten. Wenn ihr einen Zug einfahren lasst und den aufrüsten wollt, sprich dann hier gleich ins Depot fahren lasst,
und sobald ihr das Geld bekommen habt, auf ins Depot schicken drückt, dann kommen nicht so viele raus, wie auch drin waren im Zug. Deswegen warte ich immer noch, dass so viel wie möglich aussteigen und drück dann erst drauf. Ach Gott, die alte Lok mit den kleinen Dingern, das Ding wird komplett verkauft. Ein bisschen Geld haben wir ja. So. Mittlerweile haben wir den Abteilwagen. Ein Abteilwagen war ein Reisezugwagen. Oh, wunderschön. Aha. Aha. 11 Leute gehen da, ne. Ach, machen wir gleich 66. Zack, boom, bang, hier. Oh, und Hammel springen. Haben wir jetzt natürlich ein bisschen Überkapazität, aber. Mal gucken. Ein bisschen soll das Ganze auch noch halten. 47 Leute. Boah. Ach, dann. Mal gucken. Wartet er noch auf die oder nicht? Kommt schon, macht hin. Hopp. Zack, zack. Zug fährt gleich wieder. Wie sie alle rennen. Oh, 2 waren zu lang, ne? Aha. Die Stadtbahnhalle gibt es jetzt, das ist toll. So. Und auch wenn der schon wieder voll ist und eigentlich ist es scheiße. Ist mir aber wurscht. Wenden. Vollgas ins Depot. Haben wir schon wieder 20 Erz durchs Fenster rausgeworfen, aber mei. Wir haben ja noch ein bisschen hier rumflacken. Ja, was will man halt machen, ne? Wenn man das alles vorher doch, ich verstehe, ein bisschen schlecht geplant hat. 4 Stück. So, zack. Ja, der wartet und wartet und trinkt vielleicht hier. Er wartet auch. Weil die Kohlezüge sich hier gegen. Alter. Wollt ihr mich? Habe ich hier nicht ein Haltesignal? Doch da. Weil ich hier noch eins hab, ne? Ja. Toll. No, jetzt hält der da an. Ja, Mensch, Mario. Komm runter, Mann. Was ist mit dir? Wo ist er denn? So. Ach, jetzt wartet er natürlich Ewigkeiten, bis die kleine Tunkelmaschine hier angeschissen kommt. Hallo. Hello. Na? Na? Mann, 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 ich könnte mich hier so über meinen Gleisbau-Wirrwarr aus der letzten Folge aufregen, ich sag's dir. Ach ja, und die Zuschauer werden mich wahrscheinlich alle total auslachen, weil ich mich hier sonst wie behindert anstelle. Ja, aber macht es erstmal besser, liebe Leute. In meinem Fall nicht gerade schwer, aber gu gut. Hust, hust. Hust. Ach ja. Macht der die Kohle, leckt mich am. Am. Nein. Am. An der Krawatte. So. Wir machen 600 irgendwas. Oh Gott, oh Gott. So. Jetzt haben wir die
die ganzen Züge ja so ein bisschen upgradet. Oh, oh, oh. Jetzt schnell das Ding noch abreißen. Jawohl. Jetzt sollte das hier auch mit den blöden Signalen funktionieren. Blöd. Und dann in der nächsten Folge, denke ich mal, habe ich hoffentlich einen Plan, was das hier, dieser Krampf hier in der Mitte, wie ich das zum Laufen bringe. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.